Herzlich willkommen zu Ihrem Ida Prempia Magazin mit einer Fahrt durch den Sognefjord, mit einer Burger Battle und obendrauf noch eine Planetenrallye. Mehr geht nicht. Viel Spaß. Und jetzt legen wir uns alle zurück und genießen die herrlichen Bilder, die Kollegen von Aida Vita geschickt haben, von ihrer Fahrt durch den Sognefjord. Viel Spaß! Foodbloggerin Felicitas Thien war an Bord und sie hat unseren Küchenchef Oliver herausgefordert zur Burger Battle. Heiße Nummer. Bitte schön. Bitte begrüßen Sie mit einem sehr herzlichen Applaus. Hier sind die beiden Starköche Felicitas Thien und Oliver Wojan. Ich werde euch gleich unsere hochkarätige Jury vorstellen. Wir begrüßen mit einem sehr herzlichen Applaus unsere Jury. Wenn ihr euren Burger präsentiert, gibt es wahrscheinlich für denjenigen volle Punktzahl, der sich den originellsten Namen für seinen Burger ausdenkt. 5, 4, 3, 2, 1 und los geht's. 20 Minuten laufen ab sofort. Das Wichtige ist, dass man das manchmal vergisst, das Fleisch sich ja beim Braten verliert ja Wasser und dann wird es kleiner. Also man denkt, okay, jetzt ist das Patty genau größer als der Burger. Okay. Muss viel größer sein, weil sonst ist es am Ende wieder kleiner. Aha. Und dann gibt es noch einen schönen Trick, und zwar macht man in die Mitte so ein Loch, weil das Hack zieht sich ja so ein bisschen zusammen. Okay. Und es wird dann sonst zu so einem riesigen Klops. Wenn man es so ein bisschen flach macht in der Mitte, dann hat man nachher ein perfektes Ergebnis. Hoffentlich. Ich habe extra ein italienisches Produkt mit eingebaut hier in Euro. Ja? Und jetzt hoffe ich, dass das irgendwie so später einen schönen Crunch gibt, weil ich möchte nicht nur mit dem Geschmack irgendwie glänzen, sondern ich möchte auch die ganzen Sinne ansprechen, weil jedes Essen muss die Sinne ansprechen. Es muss was Weiches mit dabei sein, es muss irgendwas mit dabei sein, was schmierig ist und ganz wichtig, es muss crunchen. Ne? Das ist, muss man sich im Kopf vorstellen, 3, 4, 5 dimensional. Das Ganze muss ein Erlebnis geben. Wenn man das schafft, ja, dann hat man eigentlich alles gewonnen. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei und das war's. Ah, wieder weg. Guck mal hier. Ich hab mein Mangorillis vergessen. Stellt die Burger schon mal hin, dann können wir euch das auf der LED-Wand auch zeigen. Und wir fangen vielleicht Ladies First mal mit Felicitas an. Welchen Namen hat dein Burger? Rosa Luxemburger. Es ist der italienische Seefahrer. Also ich meine, eine gewisse Tendenz zu erkennen, aber ich will mir das natürlich nicht anmaßen, sondern das wird hier unser Applausometer jetzt herausfinden. Liebes Applausometer, was zeigst du denn an? Also für unsere Feli haben wir eine Lautstärke von 114 Dezibel. Das entspricht so ein bisschen der Autobahn. Aber Ollis war länger und lauter, 116 Dezibel. Der Publikumspunkt geht an unseren Küchenchef. So, da steht der Sonderpunkt vom Publikum schon mal fest. 23,5, das ist ein Punkt Unterschied zu Felicitas Thien. Das heißt, die Siegerin des großen Aida Prima Burger Battle, das ist heute Abend Foodbloggerin und Fernsehköchin Felicitas Thien.
Meine Kollegen im Kids Club denken sich ja immer wieder tolle Sachen aus, was sie mit den Kindern machen. Diesmal bei der Planetenrallye lernen die Kinder Sonnensystem kennen. Gucken Sie mal. Wir gehen jetzt gleich über das Schiff und suchen unsere Planeten. Ja? Wir sind nämlich am Hang gekommen mit meiner Radioantenne. Kann ich die alle wiederfinden. Und die Kleinen, die helfen mir natürlich dabei, weil die sind bestens ausgerüstet. Der heißt Merkur. Den müssen wir als erstes finden. Komm, fächert den Merkur mal Luft zu, damit er wieder ein bisschen abkühlt. Weil der war so nah an der Sonne dran. Anderer Merkur! Mit einem Gas brenne ich mich nach Schwefel und bin ganz eklig. Aber, soll ich euch noch was sagen? Ich bin auch ein Zeichen hierfür. Wisst ihr, was das bedeutet? Die Liebe. Oh, die Liebe, genau. Marsmenschen, das sind so kleine grüne Dinger mit so Stielaugen. Ich habe ein Fünf gibt's. Der Jupiter, ich bin einer der größten Gasplaneten, das heißt, man kann mich gar nicht anfassen. Deshalb müsst ihr mich zu dem nächsten Planeten pusten. Fjorde und andere tolle Ausblicke, Burger und anderes leckeres Essen und die Planetenrallye und andere Unterhaltung. Das alles finden Sie bei uns an Bord. Und wenn Sie sich dafür interessieren, dann gehen Sie auf www.aida.de oder in Ihr nächstes Reisebüro. Und hier kommt sie, die Verlockung der Woche. Wir starten unsere Reise in Palma de Mallorca und fahren als erstes nach Malaga und Cadiz. Der nächste Halt ist Lissabon, die Hauptstadt Portugals. Nun besuchen wir Cartagena, Valencia und Barcelona. Und wir reisen zurück zum Ausgangspunkt unserer Reise nach Palma de Mallorca. Und zum Schluss wie immer die Bilder der Woche. Heute mit Musik von einem Sofakonzert haben sich die Kollegen an Bord ausgedacht. Viel Spaß! Maybe I get drunk again, and I'll be drunk again. Oh, I'll be drunk again to feel a little love. All by myself, I'm here again. All by myself, you know I'll never change. I'll be drunk again, and I'll be drunk.